Meine lieben Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserer großen Max-Ernst-Retrospektive. Die Retrospektive hier in der Fondation Beiler ist die erste große dieser Art in der Schweiz seit dem Tod des Künstlers 1976. Also wirklich eine seltene Gelegenheit, das Werk dieses Jahrhundertkünstlers in dieser Fülle zu sehen. Max Ernst ist einer der sicher bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Ein Künstler, der auch sich in ganz verschiedenen Feldern ausprobiert hat. Auch ein multimedialer Künstler, würde man heute fast sagen. Ein Künstler, der in der Malerei tätig war, aber auch mit Zeichnungen gearbeitet hat. Auch Bildhauer war, sogar Schriftsteller und Dichter. Und auch eine ganz große Figur für die Kunst des 20. Jahrhunderts in Bezug auf verschiedene künstlerische Techniken, die er immer wieder neu erfunden hat, immer wieder Neues hinzugefügt hat und auch in dieser Hinsicht wirklich eine einzigartige Figur in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Diese Retrospektive in der Fondation Beiler gibt dem Betrachter die Gelegenheit, wirklich alle großen Werkphasen dieses Künstlers auch kennenzulernen, von den frühen Anfängen in den späten 10er Jahren bis zum Spätwerk, das in den späten 60er Jahren entstanden ist. Also wirklich ein sehr großer Zeitraum, der hier präsentiert wird. Und man hat in dieser Ausstellung auch die Gelegenheit, wirklich alle Brüche und Veränderungen und Wechsel von Max Ernst zu entdecken. Das ist auch sicherlich ein Hauptmerkmal dieses Künstlers, dass er sich während seiner ganzen künstlerischen Laufbahn, während seines ganzen Schaffens immer wieder praktisch neu erfunden hat, immer versucht hat, wieder Neues zu entdecken, immer weiter gesucht hat. Und genau das versuchen wir auch in dieser Ausstellung zu zeigen. Und ich glaube, dass wir im Rahmen dieser Retrospektive das auch sehr schön vor Augen führen können. Max Ernst fängt, wie gesagt, in den späten 10er Jahren an als Künstler, vor allem noch im Bereich der Malerei. Dort entstehen Werke, die noch stark den avantgardistischen Bewegungen dieser Zeit verpflichtet sind, dem Kubismus, dem Expressionismus, auch dem Futurismus. Und zugleich sieht man, dass er schon sehr früh auch bedacht ist, auch diese Traditionen sozusagen auch immer wieder neu zu interpretieren und auf eine ganz andere, neue Art und Weise auch zu kombinieren. Dann wird in der Ausstellung der zweite Raum der sogenannten dadaistischen Phase dieses Künstlers gewidmet. Es ist eine sehr wichtige Werkphase von Max Ernst. Max Ernst wird 1919 den Dadaismus in Köln mit Hans Arp und Hans Theodor Bargeld begründen sozusagen. In diesem Zusammenhang entstehen sehr neuartige Figuren und Formen und auch Techniken. Es ist eine Zeit, in der sich der Künstler stark mit den Erlebnissen des Ersten Weltkrieges auseinandersetzt, wo er auch teilnehmen musste. Und in diesen Collagen oder auch Zeichnungen sieht man Figuren, die halb menschlich, aber auch roboterartig wirken, also wo der Mensch sehr oft auch als eine maschinenartige Figur dargestellt wird. Ein bisschen wie sozusagen eine Art Tötungsmaschine, wo man wirklich auch diese Auseinandersetzung wirklich mit den Kriegserlebnissen nachvollziehen kann, was diese Zeit eben auch sehr stark charakterisiert. In diesen Werken spürt man auch sehr bald schon diese sehr stark antibürgerliche Haltung. Max Ernst war ein Künstler wirklich auch, der sich von den Konventionen auch des Bürgertums befreien wollte und in diesem Befreiungsdrang eben auch versucht hat, sich mit Traditionen zu brechen, mit Klischees des Bürgertums zu brechen, um wirklich auch praktisch so seine eigene künstlerische Autonomie auch visuell sozusagen zu verarbeiten. In dieser Zeit entstehen auch ganz wichtige neue Techniken, namentlich die Collage, also eine Art Ausschneide-Klebetechnik, die er dann auch während seiner ganzen Schaffensphase immer wieder einsetzen wird, aber auch immer wieder neu interpretieren wird. Die Collage, die dann später auch in die Malerei übertragen wird, sogar in der Skulptur. Also wirklich ein Leitprinzip bei Max Ernst, das in dieser dadaistischen Periode auch entsteht und entwickelt wird. Zugleich findet man verschiedene Werke, die auch auf die sogenannte Übermalung zurückgeht. Auch da greift er auch vorgefundene Objekte zurück, wie zum Beispiel ein Stück Tapete, also bürgerliche Motive, die er dann übermalt und dadurch neue Figuren auch entstehen lässt, eben in diesem Überarbeitungsprinzip.
Die nächste wichtige Etappe dann der Ausstellung ist die surrealistische Periode des Künstlers, die zugleich mit einem Ortswechsel einhergeht. Max Ernst wird 1922 nach Paris ziehen, also Köln verlassen und sich in der französischen Hauptstadt niederlassen und sich dort auch sehr bald dem Kreise der Surrealisten anschließen, die sich von ihm auch haben inspirieren lassen in gewisser Hinsicht. Also er war für die Surrealisten eine Art auch Vorreiterfigur, kann man sagen. Und zugleich stand Max Ernst dann im Austausch mit den Surrealisten natürlich auch im permanenten Dialog mit dieser Bewegung und hat auch aus dieser Bewegung natürlich sich stark auch inspirieren lassen. In dieser Zeit entstehen dann auch große Gemälde, also Max Ernst wird dann sich von diesen experimentellen dadaistischen Collagen und Übermalungen auch wieder lösen, um dann wieder mehr und mehr sich auch der praktisch traditionellen Malerei zu widmen, aber man sieht natürlich inhaltlich auch immer stark von starken Brüchen auch gekennzeichnet bleiben wird. In dieser Zeit entstehen sehr rätselhafte Bilder, die wirklich auch dieses Mysterium kultivieren, die wirklich als Enigmen konzipiert wurden, also wirklich das Enigma als Paradigma, ein Grundsatz sozusagen von Max Ernst. Es sind Kompositionen, die in dem Sinne nicht entschlüsselt werden sollen, wirklich Bilder, die auch viele Lesearten, viele Interpretationen ermöglichen und gerade das entspricht auch wirklich einem Grundsatz oder einem Hauptprinzip von Max Ernst, dann auch später eigentlich während seines ganzen Werkes. In dieser Zeit entstehen auch sehr wichtige Themen, wie zum Beispiel die Wälder. Zu den Wäldern haben wir in der Ausstellung einen ganzen Raum, der ausschließlich diesem Motiv gewidmet ist, der in den späten 20er Jahren auftaucht und wirklich für Max Ernst auch eine sehr wichtige Funktion einnimmt. Die Auseinandersetzung mit der Natur, gerade auch mit dem Wald, mit der Landschaft, ist etwas, was auch in späteren Werken immer wieder auftaucht. Und gerade in diesen Bildern sieht man auch, wie er gewisse Traditionen aufgreift, zum Beispiel die romantische Tradition und zugleich eben auch wieder verändert, dekonstruiert geradezu, um dadurch auch immer wieder etwas ganz Eigenes entstehen zu lassen. In dieser selben Zeit, die besonders fruchtbar war, also in den späten 20er Jahren, entstehen dann auch die sogenannten Hordenbilder, die auch in einer großen Gruppe in der Ausstellung präsentiert werden. Bilder, die auf eine auch sehr sonderbare Technik zurückgehen, wo er Fäden herbeizieht, die er in Farbe taucht und dann zufällig auf die Leinwand fallen lässt und dadurch auch wirklich ganz zufallsgeleitete Lineaturen entstehen, die er dann weiterverarbeitet zu Figuren, die sich immer zu verwandeln scheinen, also wirklich ganz metamorphotische Bilder auch. Und das Thema der Verwandlung ist gerade für Max Ernst in seinem ganzen Werk von großer Bedeutung. Dann gibt es einen Raum, werden Sie sehen, der sich einem anderen wichtigen Wesen oder einer wichtigen Figur von Max Ernst widmet, nämlich der sogenannten Loblob-Figur. Das ist ein Vogelwesen, das im Werk von Max Ernst in den späten 20er Jahren auch auftaucht und zu einer Art Alter Ego, zu einer Identifikationsfigur von Max Ernst wird, die dann auch in späten Werken immer wieder auftaucht in verschiedenen Formationen und mit der zum Teil die Bilder auch fast signiert, wie eine Art Monogramm, also wirklich eine praktisch imaginäre Figur, auch so eine Art Privatphantom, mit der er auch im internen Austausch steht sozusagen und die wirklich für ihn auch eine wichtige Inspirationsquelle wurde. Dann geht es weiter mit den 30er Jahren, mit einer sehr schönen Auswahl von Landschaftsbildern, den sogenannten ganzen Städten und dann auch den Dschungelbildern und Sumpflandschaften, wo man auch Max Ernst Visionen des Düsteren, des Unheimlichen sehr schön nachvollziehen kann. Es sind Bilder, die auch etwas der apokalyptischen Seite dieser 30er Jahre zum Ausdruck bringen. Also Bilder, die man fast ein bisschen auch als Visionen oder fast Prophezeiungen der Gräueltaten dann der 30er Jahre, also auch als eine Auseinandersetzung mit dem Faschismus und natürlich dann mit dem Zweiten Weltkrieg auch lesen kann, also wirklich wo das Unheilsame, das Düstere, das Abgründige auch des Menschen thematisiert wird. Dafür steht auch das Bild hier im Hintergrund, Pate, der sogenannte Hausengel, ein Bild aus dem Jahre 1937, das eine direkte Auseinandersetzung des Königs
Münsters mit dem Spanischen Bürgerkrieg ist. Das wissen wir aus Dokumenten von Max Ernst, dass er sich da wirklich mit dieser Katastrophe sozusagen des 20. Jahrhunderts auch auseinandersetzt. Ein Bild, das vom Titel her eher positiv und träumerisch klingt, der Hausengel, aber in Wirklichkeit das Thema eben etwas sehr Dunkles, Abgründiges auch behandelt. Und es ist wirklich die Idee auch sozusagen das Grauen des menschlichen Handelns über diese monströse Figur dieses Hausengels vor Augen zu führen. Also wirklich die Idee auch des Monströsen, das Ungeheuer als Motiv, das bei Max Ernst besonders auch in diesen Werken der 30er Jahre immer wieder auftaucht. Monster, die sich zum Teil eben mit menschlichen Figuren verbinden, auch als Pflanzen, als Landschaften herauswachsen. Und dafür ist eben auch der Hausengel sicher ein wichtiges Beispiel, eben auch um diese praktisch auch Auseinandersetzung der damaligen Zeit oder des Unheils dieser Zeit sozusagen sich auch vergegenwärtigen zu können. Es ist ein Bild, das auch von der Komposition her interessant ist, die Haltung dieses Hausengels. Wenn man die genau anschaut, erinnert sie sogar ein bisschen an das Hakenkreuz. Wenn man diese Haltung, die Arme und Beinkonstellation anschaut, also da kann man wirklich sich vorstellen, dass er da von diesen furchtbaren Zeichen auch dieser Zeit ausgeht, um dann diese Verkörperung, dieser monströsen Verkörperung dieser Kriegskatastrophen auch darzustellen. Das Werk, die Ausstellung geht dann weiter mit Werken aus der amerikanischen Zeit. Max Ernst ist gezwungen, 1941 Frankreich nach Amerika zu emigrieren, weil er als Deutscher in Frankreich natürlich als feindlicher Ausländer auch gilt. Und dank der Unterstützung auch der Mäzenin Peggy Guggenheim, die er dann in Amerika auch heiratet, gelingt ihm die Flucht sozusagen nach Amerika. Und auch dort, in dieser Schaffensphase, die vor allem die 40er Jahre kennzeichnet, entstehen ganz neuartige Bilder. Auch da ist er bedacht, sich nochmals neu zu entdecken, neu zu suchen. Es entstehen auch neue Techniken, wie die sogenannte Oszillation, eine Art Pendeltechnik, Schwingtechnik, für die er eine Konservendose herbeizieht, die er durchlöchert und mit Farbe füllt, dann an einer Schnur hängt und über die Leinwand pendeln lässt sozusagen, sodass sehr spezielle orbitale Linien auch entstehen. Und aus diesen Bildern kann man auch sehen, wie dann Max Ernst für spätere Künstlergenerationen auch aufschlussreich werden wird, vor allem für auch die Generation des abstrakten Expressionismus in Amerika, also für Künstler wie Jackson Pollock zum Beispiel, hat er sicher auch eine Art Vorbildfunktion eingenommen, gerade eben in dieser Technik der Oszillation, die schon ein bisschen auch an diese Spritzbilder, an die Drippings von Jackson Pollock erinnern können. Also selbst in dieser schweren Zeit des Exils gelingt es Max Ernst wirklich immer wieder auch Neues, ganz Innovatives entstehen zu lassen. Auch Bilder, in denen er sich auch wieder mit der europäischen Vergangenheit, mit der europäischen Kunstgeschichte auseinandersetzt. Bilder, die wirklich auch so ein bisschen als Kompensation dieser Lücke gelesen werden können. Und eben zugleich auch immer wieder Bilder entstehen, die wirklich auch sehr hoffnungsvoll sind, die voll Optimismus auch sind, die dieser Entdeckungsgeist sozusagen dieses Künstlers wirklich auch in den schwierigsten Situationen vor Augen führt. Schließlich endet die Ausstellung mit dem Spätwerk, das wir konzentriert in der Ausstellung präsentieren, einer Auswahl von Hauptwerken aus dieser Zeit, also der Zeit ab 1953, als Max Ernst dann die USA wieder verlässt und zurück nach Frankreich kommt, dort zunächst nach Paris zieht und dann in die Provinz, in die sogenannte Touraine-Region. Und auch dort entstehen wieder Bilder, wo er sich zum Teil wieder neu erfindet, auch da neue Techniken entwickelt, auch da neue Themen entstehen. Also ein Künstler, der auch im Spätwerk sich nicht selber zitiert oder imitiert, sondern bis zum Schluss wirklich diese Innovationskraft auch zu spüren ist, dieses Verlangen nach Neuem, wirklich bis zum Schluss ein Künstler, der ein Suchender bleibt. Tatsächlich ist das wirklich ein
Grundprinzip bei Max Ernst, der immer wieder betont hat, dass ein Künstler verloren ist, wenn er sich findet. Und gerade das hat er versucht zu vermeiden, indem er wirklich bis zum Schluss ein Suchender geblieben ist. Und das haben wir wirklich in der Ausstellung versucht, auch wirklich vor Augen zu führen. Und ich denke, dass man das wirklich an diesen verschiedenen Etappen auch sehr schön nachvollziehen kann. Wie gesagt, vom Frühwerk bis zum Spätwerk, bis zu den allerletzten Bildern, die hier in der Ausstellung konzentriert präsentiert werden.